Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir uns mit der Steuerung der Sauna auseinandersetzen. Und zwar bauen wir uns heute einen Sauna-Controller, die Zentraleinheit davon. Ich habe hier mal so ein bisschen was zusammengesteckt, gucken wir uns nachher auch nochmal im Detail an. Mir war es nur wichtig, euch dieses Mal auch zu zeigen, wie so ein Prototyp auch einfach aussieht und funktioniert. Wie gesagt, gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Wir werden das Ganze aber nicht nur bei einem Prototyp lassen, sondern wir werden hier so eine Platine verlöten, die dann später hier in so ein Lehrgehäuse reinkommt, damit das Ganze einfach ein bisschen besser verstaut ist und auch einfach ein bisschen professioneller ist. Die Platinen für dieses Projekt habe ich ganz einfach bei PCBWay bestellt. Ihr klickt einfach hier auf Add Gerber File, ladet eure Gerber-Datei hoch. Das Programm übernimmt dann die meisten Parameter schon komplett automatisch. Anschließend könnt ihr hier unten nochmal überprüfen, ob die Werte alle richtig sind. Also zum Beispiel, welches Material die Platine haben soll, welche Farbe die Platine haben soll, ob die Größenwerte hier richtig sind, welches Oberflächenfinish ihr haben wollt und vieles mehr. Wenn euch das Ganze so passt, habt ihr hier unten noch die Möglichkeit zu sagen, ihr wollt einen SMD-Stencil. Da wir keine SMD-Bauteile haben, brauchen wir das nicht. Und ihr könnt hier auch noch sagen, ihr könntet die Platine montieren lassen, also einen Assembly-Service buchen. Da ich aber sehr viel Spaß am Löten habe, werde ich das Ganze selber machen. Anschließend klickt ihr hier einfach auf Calculate und hier oben rechts werden dann die Kosten für das Projekt schon angezeigt. Wenn alles passt, könnt ihr die Platinen einfach bestellen und innerhalb von 2 bis 7 Tagen kommen die dann bei euch zu Hause an. So, hier könnt ihr mal den grundsätzlichen Aufbau des Sauna-Controllers sehen. Wir haben hier ein ESP32C3. Das ist im Prinzip ein ESP32, wirklich auf ein sehr kleines Format zusammengestutzt, aber trotzdem mit einer relativ hohen Funktionalität, mit sehr vielen GPIOs, die dann tatsächlich auch alle nutzbar sind. Nicht so wie das bei den großen Modellen ist, dass quasi die ganze rechte Seite eigentlich nicht nutzbar ist, weil da irgendwelche Anbindungen auf den Core-Chip selber mit dabei sind. Das haben wir hier nicht. Hier sind wirklich eigentlich alle GPIOs frei nutzbar. Das Ding hat WLAN, das Ding hat Bluetooth, das heißt, wir sind für später auch noch sehr weit offen für Erweiterungen. Wir haben auf der Platine selber dann einen relativ großen Klemmenbereich, wo einfach, sieht man hier und hier, wo wirklich viel einfach angeklemmt wird. Was genau, gucken wir uns gleich an. Wir haben einen DS18W20 Temperatursensor mit einem 4,7 kΩ Vorwiderstand. Wir haben 4 MOSFETs des Typs IRL-Z34N ohne Vorwiderstand für die Basis. Dafür sind die LED-Streifen zu steuern und wir haben im Prinzip 3 Relais auf der Platine, die dann wiederum dafür da sind, um entweder einen Schütz oder ein Netzteil oder den Infrarotrückenstrahler anzusteuern. Hier seht ihr nochmal einfach diesen Schnitt der Platine, wie die Leiterbahnen dann später auch aufgebaut sind. Das kann das Programm allerdings coolerweise von selber ausrechnen. Also ich verwende da EasyAdder, weil das einfach super leicht funktioniert und sehr intuitiv ist. Es gibt aber auch Target und alle möglichen anderen Programme, mit denen man sowas auch machen kann. In 3D sieht die ganze Platine dann so aus. Alle Komponenten waren leider nicht im 3D-Modell gepflegt, aber ist auch nicht so schlimm. Wir gucken uns das Ganze ja jetzt auch in echt nochmal an. Zu den einzelnen Komponenten und wie die so verschalten sind, können wir jetzt gerne nochmal auf den Versuchsaufbau auch nochmal explizit drauf gucken. Das Coole am ESP32C3 ist übrigens, dass das einen USB-Anschluss hat. Das heißt, es ist auch deutlich leichter, das ganze Ding inzwischen anzuschließen und der Port an sich ist auch deutlich robuster. Jetzt muss ich bloß Saft auf den Port drauf geben. So, das ist der Prototyp, mit dem ich immer arbeite. Also mit ziemlich jeder Platine, bevor die zu einer Platine wird, ist es immer ein Prototyp, wo man einfach mal auf einem Steckbrett alle Komponenten auch zusammenstecken kann, die man so braucht. Wir sehen hier zum Beispiel das ESP32C3 Board. Hier haben wir ein 132x64 OLED-Display, wo später dann Informationen angezeigt werden, wie die aktuelle Temperatur, die eingestellte Solltemperatur, ob die Sauna gerade heizt, ob es irgendeinen Fehler gegeben hat, die IP-Adresse vom Gerät und. Also das soll alles später hier dann angezeigt werden. Wir sehen hier den DS18B20 Temperatursensor, der gehört richtigerweise eigentlich nicht hier zu der Platine dazu. Die brauche ich aber, um die Messwerte zu simulieren. Dann sehen wir hier 3 Transistoren mit Basisvorwiderstand, ich glaube 2,2 Kiloohm. Die Transistoren brauchen wir, damit wir die Relais schalten können. Ich verwende jetzt 2N2222 Transistoren. Ihr könnt aber auch BC327 Transistoren hernehmen.
Kommt immer darauf an, was ihr vielleicht gerade da habt. Dann haben wir hier noch vier MOSFETs des Typs IRLZ34N, die eben dafür da sind, die LED-Streifen zu steuern. Und zwar, die MOSFETs sind so eingesetzt, dass sie quasi nicht die Plusseite des LED-Streifens schalten, sondern immer die Masse des LED-Streifens gegen Masse von der Gesamtschaltung durchgehend schalten. Sprich, wir schalten quasi nicht die Spannungszufuhr, sondern die Spannungsabfuhr. Mir sind bei dem Steckbrett tatsächlich die Kabel ausgegangen, deswegen habe ich hier so Büroklammern verwendet. Falls ihr euch fragt, warum das hier so komisch aussieht, da musste ich mir eben behelfen. Und weil der ganze Versuchsaufbau hier eben relativ groß ist und jetzt sogar nur mit einem Relais, habe ich hier eben mir so eine Platine jetzt designt, die ich nun verwenden werde, um die Komponenten darauf anzuordnen. Das Ganze kommt dann später hier in so ein Lehrgehäuse rein. Ich hoffe, dass ich das jetzt schnell aufbekomme. So, das ist quasi hier unten dieser Träger, wo dann die Platine hier so reinkommt. Und da oben drauf kommen dann hier vorne und hier hinten eben die Terminals, hier die Relais, das ESP32C3 und alle anderen Komponenten eben. Das verlöten wir jetzt gleich und da gibt es dann auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde euch nur immer empfehlen, gerade so ESP-Boards, wenn ihr die verwendet, nehmt solche Female-Header, die ihr quasi auflötet, damit das Board nicht direkt mit der Platine verlötet ist, weil wenn die mal aus irgendeinem Grund kaputt gehen, und ich bin mir gar nicht gerade sicher, ob das nicht inzwischen kaputt ist, könnt ihr die relativ leicht abziehen und austauschen. Wenn ihr das fest verlötet, dann habt ihr halt ein größeres Problem. So, als erstes verlöten wir mal alle Klemmterminals auf der Platine und die steckt man hier quasi einfach so drauf, Stück für Stück, und richtet die dann möglichst gerade aus. Ich, wie gesagt, platziere die jetzt einfach mal alle hier auf der Platine. So. So, gleich jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Auch hier wieder umdrehen. Dann wieder immer nur einen Pin quasi anlöten. Dann kommen hier mitten auf die Platine auch nochmal zwei Stück drauf. Die sind für das OLED-Display. Dann die Relais, also ich verlöte wie gesagt noch nicht alles. Ich verlöte jetzt erst die Komponenten. Die Relais können wir jetzt einfach so von unten hier durchstecken. Das sind 5-Volt-Relais übrigens, wenn es interessiert. Die steuern wir quasi direkt mit der Logikspannung vom Arduino an. Gucken, dass alles gerade ist. Die schauen jetzt aber richtig gut aus. Und das löten wir jetzt mal alles an. Für die Relais brauchen wir noch drei Freilaufdioden, weil quasi, wenn die die Relais abschalten, dann entsteht ein Gegenstrom, der relativ hoch sein kann, beziehungsweise eine relativ hohe Spannungsspitze mit sich bringen kann. Deswegen macht man bei Relais eigentlich immer Freilaufdioden hin, also sprich hier so kleine Dioden, die dann eben dafür sorgen, diese Freilaufspannung abzubauen. Die biegt man sich hier einfach so zurecht. Schiebt die dann durch die Platine durch, und zwar auf der Diode ist so ein schwarzer Strich, ich weiß nicht, ob man den sieht. Und auf der Platine ist hier auch so ein weißer Strich drauf. Ich versuche mal mit dem Stift ein bisschen hinzudeuten. Also hier unten ist ein weißer Strich. Da muss das Ganze dann quasi so einmal drauf, damit das richtig von der Polarität richtig ist, weil bei der Diode ist nicht egal, wie rum das ist einbaut. Das gleiche gilt halt auch für die anderen beiden Dioden. Wir haben ja insgesamt drei Relais. So, sind die Dioden auch verbaut. Die nächsten Bauteile, die wir jetzt verlöten, sind die Widerstände für die Platine. Da haben wir 3x2 Kiloohm für die Transistoren. Bei Widerständen ist dann wiederum egal, wie rum ihr sie einbaut. So. Und auf der Platine selber findet sich auch noch der 4,7 Kiloohm Widerstand, Pull-up-Widerstand für den DS18B20 Temperatursensor. So, als nächstes kommen noch unsere drei 2N2222-Transistoren. Da seht ihr auf der Platine hier eine gerade Seite und einen Bogen dahinter und der Transistor, wenn man von oben drauf schaut, sieht man das hier. Der hat auch eine flache Seite und das ist ein bisschen idiotensicher gemacht, denn ihr müsst einfach wirklich bloß flache Seite auf flache Seite stecken. So.
dann passt es. Ich würde euch aber empfehlen, dass ihr die Transistoren irgendwie getrennt von zum Beispiel DS18, B20 Sensoren lagert, weil die halt einfach gleich aussehen und wenn ihr da aus Versehen dann was Falsches verbaut und das Ganze am Ende nicht funktioniert, dann seid ihr relativ lang mit der Fehlersuche beschäftigt, weil man es eben auf den ersten Blick gar nicht erkennt, dass das gar kein Transistor war, sondern jetzt eben ein DS18B20. Außer man guckt natürlich auf das elektrische Bauteil dediziert nochmal drauf. Sind die Transistoren auch verbaut? Dann kommen jetzt noch unsere vier MOSFETs. Bei den MOSFETs ist es auch relativ einfach. Ein MOSFET hat hier hinten meistens so eine Kühlplatte mit dran, die gleichzeitig dazu dient, das Teil besser befestigen zu können. Und auch hier auf der Platine ist es meistens aufgedruckt bei den MOSFETs, dass hier so ein Doppelstrich, ähnlich wie bei den Dioden. Und da müsst ihr quasi auch einfach bloß gucken, dass diese Kühlplatte in Richtung von dem Doppelstrich platziert ist. Kann man in der Regel auch wirklich komplett durchschieben. Also die haben hier hinten ein bisschen dickere Füße, aber die passen normalerweise durch. So. So, zu guter Letzt jetzt noch das ESP32. Da würde ich euch empfehlen, solche Header einfach schon mal vorher reinzustecken. Dann das Board oben drauf. Dann ist das Ganze nämlich schon mal richtig gut vorfixiert. Und auch hier jetzt wieder einfach einmal durchkontaktieren. So, und damit ist er fertig, die Platine. So, bevor ich das Ganze jetzt fest unten in der Sauna verbaue, habe ich hier alles noch mal so ein bisschen vorbereitet und auch angesteckt. Also für uns relevant quasi hier die Platine. Hier sind schon mal ein paar Netzteile dran. Das 12 Volt Netzteil habe ich jetzt nicht angeschlossen, weil das wird später mal direkt über ein Relais gesteuert. Aber ich habe hier ein 24 Volt Netzteil und ich habe ein 5 Volt Netzteil. Das hier 5 Volt, das hier 24 Volt. Die 24 Volt sind für die LED-Streifen. Die habe ich hier jetzt mal simuliert, indem ich hier einfach zwei kurze LED-Streifen draufgelegt habe. Einen warmweißen und einen RGB-LED-Strip. Wir haben hier vorne das Display dran, das auch leuchtet und Werte anzeigt. Und hier ist die Antenne für das Wi-Fi und hier vorne dran ist auch noch ein Versuchsaufbau zum DS18B20 mit der Thermosicherung. Kommt aber in einem extra Video nochmal. Und was ich jetzt quasi machen kann, ist, ich kann hier über den Computer, über zum Beispiel jetzt ein Tool wie Postman, einfach mal so GET-Requests an den Controller schicken und kann zum Beispiel hier sagen, Set Temperatur auf 80 Grad. Was wir dann sehen wollen, ist quasi, dass hier auf dem Display die Setpoint-Temperatur auf 80 Grad geht, was er auch tut. Ich kann euch das jetzt mal kurz zeigen, wenn ich jetzt hier auf 90 Grad stelle, muss ich hier mal kurz fokussieren. So, hier seht ihr das Display und jetzt drücke ich quasi mal auf Enter und dann seht ihr, dass sich die untere Temperatur hier, die Solltemperatur auf 90 Grad ändert. Das ist schon mal ganz gut, weil das heißt, dass das schon mal funktioniert. Was wir auch machen können, ist, wir können hier zum Beispiel sagen, Set LED Color auf 7, das müsste warmweiß sein. Und wenn ich jetzt quasi hier unter Set LED Brightness zum Beispiel, es geht von 0 bis 255, dann wenn man 255 sagt, dann geht hier wunderbar auch das weiße LED-Band an. Ich kann hier auch zum Beispiel sagen 100, dann sollte das entsprechend natürlich gedimmter sein. Das funktioniert auch, wenn ich hier sage 50, dementsprechend nochmal dunkler. Ich kann hier auch mal die Farben einfach durchspielen. Ich glaube, eins ist grün. 2 ist rot, 3 ist blau, 4 ist hellblau, glaube ich. 5 müsste lila sein. 6 ist gelb, boah, wie ich es noch auswendig weiß. Und 7 ist dann eben warm weiß. Und ich kann hier eben die Relais auch schalten. Also hier könnte ich zum Beispiel das Relais für die Heizung schalten. Hört mal klicken. Wenn ich wieder 0 sage, müsste es wieder ausgehen. Genau. Das gleiche kann ich hier für die Infrarotlampe machen. Und eben auch für das Sternenlicht. Genau. Jetzt haben wir quasi hier einmal eine grobe Funktionsprüfung gemacht. Jetzt packen wir das Ganze ins Gehäuse ein und dann bauen wir es unten in der Sauna auch schon ein.
So, das war jetzt ein wahnsinniger Aufwand, aber ich habe jetzt unten drinnen in den Schaltschrank alles mal reingewurstelt, sprich die Netzteile, ein Schütz für die Drehstromseite, also ein dreiphasiges Schütz für den Ofen, ein einphasiges Schütz für den Infrarotstrahler, die Platine dazu, mächtig voll, mächtig eng. Mir tut der Rücken weh, weil ich mich die ganze Zeit reinbücken musste. Aber soweit hat es jetzt funktioniert. Wir können das Ganze jetzt auch mal anschauen. Ich kann jetzt, also gut, Temperatur kann man das natürlich nicht simulieren, aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, die LED-Farbe, wie wir sie vorhin gesehen haben, jetzt einfach mal ändern. Oder ich kann die Helligkeit der LED mal ändern. Machen wir sie mal auf 255. Oder ich kann sie eben auch mal nur auf 50 setzen. Auch die Umstellung auf die Farbe Weiß funktioniert. Genau. Ich kann den Sternenhimmel anschalten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob man es auf dem Video sieht, aber der ist jetzt angegangen. Und ich kann eben zum einen den Infrarotstrahler anschalten. Der geht dann an und da hört man dann auch das Schütz, das läuft. Und ich kann die Heizung anschalten. Zweites Schütz, aber wie gesagt, da passiert nichts, weil ja kein Ofen da ist. Genau. Das war's zum Teil Saunasteuerung Zentraleinheit. Das nächste Video geht dann über die Fernbedienung. Und das letzte Video wird dann der Temperaturfühler, vermutlich zusammen mit dem Ofen. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall der letzte Teil, denke ich mal, wird hier in Richtung Temperaturfühler noch gehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao und bis dann.